waren schon hier, diesen Geist erkenne ich. Wir müssen in der Nähe von Talon sein. Wenn es möglich wäre. Aber deine Korruption ist zu weit fortgeschritten. Meine Korruption begann in dem Moment, in dem ich empfangen wurde. Nein! In den Dampf! Siehst du nicht, dass meine Unabhängigkeit eigentlich von dir kommt? Ich wuchs mit dem Wunsch auf, der Frau zu ähneln, die ich nur einmal sah. Du bist eine Verräterin! Ich bin der Teil von dir, der ein Rebell sein wollte. Der Teil von dir, der ganz tief drin wusste, was richtig war. Halt den Mund! Du hast der Peacekeeper-Doktrin schon mal widerstanden. Halt den Mund! Wieso kannst du das jetzt nicht wieder tun? Du bist nichts weiter als ein Irrtum. Ich bin dein Kind. Gut, John, geh aus dem Weg. Lass sie es tun, lass sie mich erschießen. Nein, töte sie nicht. Wir müssen es. Das kannst du nicht tun. Es gab schon zu viele Tote. Nein, wenn wir sie leben lassen, kommt sie wieder und jagt uns noch einmal. Erin, du darfst nicht diejenige sein, die das tut. Sie kann es nicht tun. Sie hat Angst. Erin, bitte. Tu die Waffe weg. Du liegst falsch. Erin hat recht. Wir dürfen Zelex nicht leben lassen. Sie kennt die Peacekeeper-Bestimmungen. Wenn wir Zelex nicht töten, wird sie uns wieder jagen. Erin wird nicht diejenige sein, die ihre Mutter tötet. Du willst sie tot sehen? Gut, tu es! Wie du willst. Jemand muss es tun. Geh, verschwinde, du musst das nicht mit ansehen. Feigling, sie kann mich nicht töten. Ich habe recht, nicht wahr? Wenn du am Leben bleibst, dann wirst du uns wieder suchen, ja? Was erwartest du, dass ich lüge? Und um mein Leben flehe? Kreis hat recht. Ich werde euch zur Strecke bringen und euch töten. Auf Wiedersehen, Mutter. Erin, wir müssen gehen. Tu es. Voller merkwürdiger außerirdischer Lebewesen. Ich kann dich da draußen niemand hören. Hört mich einer. Ich werde von einem Wahnsinn.